Toni, wenn man hochschaut, 30-23 gegen den BHC. Hättest du das für möglich gehalten vor dem Spiel? Dass wir gewinnen, ja. Ja. Aber nicht so deutlich. Also es war ja quasi bis auf die ersten paar Minuten, wobei die ersten paar Minuten auch, war das ja quasi schon einfach nur Verwaltung, wobei es auch nicht sich so angefühlt hat. Aber wir haben einfach Gas gegeben in der Abwehr und in den ersten 30 Minuten 8 Tore zugelassen. Ne? Wir hatten eine super Abwehr gestellt mit einem super Torhüter, mit schnellen Gegenstößen. Dann haben wir im Angriff auch die Welle des Tor gefunden. Und in der zweiten Halbzeit hatten wir, glaube ich, am Anfang kurz Probleme, aber nicht so lange wie sonst vielleicht. Ja, und dann haben wir es einfach deutlich dominiert. Die letzten Minuten stand das Publikum und hat euch über die Ziellinie dann getragen. Gut, dann war es eigentlich schon rum. Ja. Aber trotzdem, wie gut hat es sich auch angefühlt nach den letzten Wochen? Mega, mega. Also wir haben jetzt öfter mal, darf ich Scheiße sagen, ja, oder? Öfter mal in die Scheiße gegriffen die letzten paar Spieltage. Und da ist es einfach mega, dass man da mit den Fans im Rücken, auch wenn so, auch dass so viele da waren, ist es einfach mega, dass man dann einen Heimsieg holt. Wie viele Steine sind jetzt von den Schultern gefallen? Oh, die ganzen Felsbrocken. Also es war schon, das ist halt immer bitter, wenn du knapp oder relativ knapp verlierst. Und wir haben es analysiert, wir haben trainiert und es war immer so ein Ding, dass es uns nicht an Qualität fehlt, aber dann doch, wir haben uns eigentlich selbst geschlagen so. Und das haben wir heute mal ausgestellt. Ich denke, wenn man gut spielt und dann trotzdem keine Punkte holt, dann tut es auch irgendwie immer weh. Ja? Ja. Und deswegen heute auch so ein bisschen belohnt für die letzten Wochen, für die Arbeit, für die harte Arbeit im Training? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns vorgenommen, heute ein bisschen dreckiger zu spielen und auch scheißegal, wir wollen nicht schön spielen, wir wollen die Punkte mitnehmen. Und ja, wir haben schön teilweise gespielt, wir haben teilweise dreckig gespielt und am Ende haben wir die Punkte jetzt. Also ja, ist gut, fühlt sich gut an. Ist euch gelungen, vielen Dank. Dankeschön. Nico, Gratulation. Ganz, ganz wichtiger Sieg gegen den BHC. Ich denke mal, Felsbrocken von den Schultern gefallen, haben wir gerade schon vom Toni gehört. Kann man Handball arbeiten? Ja, kann man, aber man muss schon auch spielen können, um ein Bundesligaspiel zu gewinnen. Ich glaube, haben wir beides gemacht heute, aber ich war auch ungewohnt nervös heute Morgen. Da dachte ich auch so, boah, spiele jetzt hier mein erstes Bundesligaspiel, aber kann man ja danach jetzt sagen, das war schon verdammt wichtig, jetzt mal wieder ein Spiel zu gewinnen. Vor allem jetzt können wir uns auch wirklich auf Hamburg freuen. So. Von Nervosität hat man bei dir wenig gesehen, unglaublich energisch zugepackt in der Deckung. Wie wichtig war heute die Aggressivität in der ganzen Mannschaft? Ja, super, vor allem, weil wir ja dann am Anfang gleich viele Zeitstrafen bekommen, aber dann in Unterzahl direkt 2 Bälle klauen, das war natürlich perfekt. Und dann kommt Ferlo ins Spiel und klar, sobald der hält, dann wird es eh schwer zu verlieren. Du hast mit Steffen Fäth manchmal eine ganz komische Übung gemacht, so, und dann gemeinsam gegen den Dari, gegen den Kreisläufer. Habt ihr euch das extra ausgeguckt gehabt davor? Was war der Sinn der ganzen Übung? Ja, gut, der hinterläuft halt 60 Minuten und um das zu verhindern, haben wir gedacht, wir halten ein bisschen Händchen. Und jetzt brauchst du Eisbeutel auf der Hand wahrscheinlich. Ja, mir geht's, nach Siegen geht es mir immer gut, da tut nichts weh. Alles klar, danke dir. Gerne.